Ja, schönen guten Morgen, liebe Vogelfreunde, liebe Klosterfreunde und Freundinnen. Heute ist der 10. Februar 2019. Es geht halt munter weiter in der Zusammenstellung diverser Zuchtpaare für die Klosterzucht 2019, die unmittelbar bevorsteht. Man sieht am Verhalten der Hennen, an dem zwischenzeitlich oftmals Piepen, dass sie doch schon in Richtung Zuchtreife gehen. Und auch an ihrem lebhaften Verhalten. Die Henne ist noch nicht so weit, zum Beispiel wie diese Henne hier. Aber im Prinzip soll sich das Video darum handeln, dass wir Paare zusammenstellen, warum, wieso, weshalb. Hier habe ich eine Konsorthenne aus dem Jahr 2017. Sie hat auch eine recht weiche Feder. Das resultiert daraus, dass ich mal ins Zuchtbuch geguckt habe. Ihre Mutter ist eine silberbraune Konsorthenne, die im Körper sehr gut war, aber relativ wenig Kopf hatte. Und der Vater ist der gelbgescheckte Corona mit der dunklen Haube, den ich Ihnen gestern gezeigt hatte. Der Hahn, also der Vater von ihr, hatte eine etwas stärkere Feder, etwas härtere Feder, aber sie hat im Prinzip die weiche Feder der Mutter geerbt. Also habe ich ein Interesse dran, dieser Henne auch den Kopf zu verbessern, und dazu fiel mir dieser Hahn ein. Das ist ein doch recht breiter Hahn, ein 2,15er Hahn, bei dem es sich erst ganz, ganz spät herausgestellt hat, dass er doch spaltinbraun ist. Also er hat wirklich vorher mir eine große Anzahl an Jungvögeln gezogen. Und die waren alle grün. Und dann habe ich noch eine andere grüne Henne verpaart. Und dann kam plötzlich die braun. Der Hahn als solches, Sie sehen es, hat eine ziemlich harte Feder. Er ist in der Brust sehr breit, was bei ihr hier nicht so ganz der Fall ist. Die Brust bei ihr wölbt sich doch mehr nach vorne, aber ich will nicht sagen, dass sie spitz zulaufend ist, aber als Pendant passt er, denke ich, sehr, sehr gut zu dieser Henne, rein von der Optik. Dass natürlich solche Konstellationen nicht gleich im ersten Jahr Früchte tragen, liegt bei Neuzuchten in der Natur der Sache. Das heißt, wenn verschiedene Blutlinien aufeinandertreffen und man denkt, man setzt einen großen auf einen kleinen oder einen breiten Kopf auf einen schmalen Kopf, dass man dann gleich sein Wunschergebnis erzielt. Da werden die erfahrenen Züchter wissen, dass es doch eine lange Zeit bedarf. Aber wenn man natürlich das regelmäßig so macht, indem man wirklich Komponenten, immer Gegenkomponenten sich aussucht und diese dann miteinander verpaart, dann erlangt man langfristig dann doch die Vögel, die man sich erhofft. Das ist ein langer Weg. Man muss auch dabei Acht geben, dass man sich da nicht zu viel frisches Blut reinholt, dass einem das wieder kaputt macht. Und man muss natürlich Acht geben, dass man nicht zu sehr in den Inzuchtgrad geht. Deswegen ist es immer von Vorteil, wenn man eine Zucht begeht oder beginnt, indem man doch zu Anfang eine gewisse Anzahl von Vögeln hat, die aus verschiedenen Blutlinien kommen. Mag es auch am Anfang schwierig sein, man mag am Anfang auch nicht die gewünschten Zuchterfolge haben, dennoch kann man langfristig natürlich sowas zusammenschweißen, sowas zusammenfügen, dass dann schlussendlich man dann doch zufrieden ist mit den Nachzuchten. Gehen wir zum zweiten Paar hin, was ich miteinander verplant habe. Das ist hier diese Corona-Henne. Ich habe die letztes Jahr ganz, ganz oben bei mir auf dem Schirm gehabt. Ich hatte wirklich gesagt mal, dass es meine beste Henne im Corona-Bereich letztes Jahr werden sollte.
Also ich sag mal, von der Kleinheit her ist sie ganz, ganz vorn mit dabei. Aber leider ist sie mir etwas zu flach. Sie war auch eine Zeitweise, war sie unpässlich, sodass sie dann auch da ein bisschen abgebaut hat. Aber das ist jetzt seit einigen Monaten wieder alles gut im Griff. Das heißt, sie stellt momentan das dar, was sie ist. Ein sehr kurzer Vogel, eine feine Henne, aber halt wie gesagt etwas zu flach. Und was sucht man sich für einen zu flachen Vogel? Einen, der etwas mehr Brust hat. Ich sag's ganz ehrlich, die Anzahl bei mir an Hähnen mit super Körper im Konsortbereich ist doch relativ begrenzt. Real gesehen habe ich dieses Jahr 2 grüne Konsorts dazugenommen und einen gelb gescheckten Konsort und mit Abstrichen einen weiß gescheckten Konsort. Also das ist natürlich für ein Jahr Zucht ist das sehr, sehr wenig. Aber die Anforderungen, die ich stelle an meine Vögel, um sie weiterhin zur Zucht anzusetzen, sind doch relativ hoch. Dieser Hahn hier zum Beispiel ist ein 16er Hahn. Da habe ich auch mal ein Zuchtbuch geguckt. Also die Abstammung ist, ja, die macht mich jetzt nicht absolut glücklich. Aber dennoch habe ich mich mal entschieden, diesen Hahn jetzt endlich mal zur Zucht anzusetzen. Man weiß ja nie, was passiert. Schlussendlich sind meine Vögel weitläufig eh alle miteinander verwandt. Also im Prinzip die großen Überraschungen wird es nicht geben, positiv wie negativ. Aber ich denke, dass diese beiden doch recht gut zusammenpassen. Der Hahn ist nicht spalt in braun, sodass diese feine Feder, die beide haben, dann doch nicht weiterhin verdünnt wird, nenne ich es mal, oder verfeinert wird, sodass im Prinzip mit einer ähnlichen Feder zu rechnen ist, nur halt mit einem stabileren Körper bei den Jungvögeln. Der Kopf ist, na, ich sag mal, mäßig. Der Kopf von ihr ist auch in Ordnung. Das ist jetzt nicht alles überragend, aber das Interessante ist ja bei seinem Kopf, er hat zwar an den Augenwülsten, ist das, ich sag mal, normal, aber er hat keinen flachen Kopf. Das ist aus meiner Sicht relativ wichtig. Warum? Weil diese Henne doch eine relativ flache Corona hat. Und die Corona soll ja eine Art Springbrunnen sein. Das heißt also, der Mittelpunkt ist klar und dann soll es doch alles nicht zu flach sein. Und hier muss man bei dieser Henne Acht geben, dass das nicht alles zu flach wird. Und deswegen lieber einen kleinen Kopf drauf, aber der etwas rund gewölbt ist und nicht zu flach ist, wie es bei ihm der Fall ist. Und das ist der Grund, warum ich jetzt den Hahn gewählt habe für diese Henne. Einer der Gründe. Zum Paar Nummer 3. Diese Henne hier ist natürlich eine Henne, die vom Körper her, wie ich finde, recht überzeugend ist. Aber sie ist natürlich insgesamt gesehen zu groß, ist klar. Es gibt Vögel, die bewerte ich innerhalb meiner Denkweise in Ein- und Zweiteiler. Das heißt, das ist für mich ein Vogel, der ist eine Art Zweiteiler. Also der hat im Prinzip, zeigt er die Brust und er zeigt den Bauch, voneinander getrennt etwas. Das hört sich jetzt alles ein bisschen diffus vielleicht an, aber das ist für mich nicht so ganz die Einheit. Also für mich ist, aber das ist natürlich dem geschuldet, dass dieser Vogel sehr, sehr lang ist und deswegen sehe ich hier im Prinzip die Brust und den Bauch extra. Und deswegen suche ich für so eine Henne einen ganz, ganz, ganz kurzen Hahn, der total in sich geschlossen und gedrungen ist und der für mich eine Art Einteiler ist. Und zwar kann es dann nur aus meiner Sicht dieser Hahn werden, der mit dieser Henne verpaart wird. Er ist super kurz. Er stand im Stamm der Deutschen Meisterschaft, hatte 93 Punkte. Manche Spezialschau-Aussteller
werden sagen, gut, das spielt jetzt hier überhaupt keine Rolle, wie viele Punkte der gemacht hat. Aber es ist trotzdem eine gewisse Richtlinie, wo der Weg hingeht, in Richtung super kurze Vögel, in sich geschlossen, einen ordentlichen Körper, einen seriösen Kopf, nicht zu viel Augenwülste, dass die Tiere nach wie vor ihre Sichtfreiheit haben. Eine seriöse Feder im Seitenbereich, das ist noch vertretbar. Ich hätte es noch gern etwas mehr geschlossen, aber siehe da, im Flankenbereich ist diese Henne ja doch recht geschlossen, sodass, denke ich mal, die beiden doch recht gut zusammenpassen. Also es gibt im Prinzip aus meiner Sicht fast kein anderer Vogel bei mir in der Zucht, außer seinem Vater, der ein ganz ähnlicher Typ wie er ist. Aber sein Vater geht auch auf seine Mutter wieder zusammen. Das heißt, ich werde die gleiche Verpaarung dieses Jahr wieder vornehmen, indem ich hoffe, nochmal so einen wie ihn hier zu ziehen, mit der gleichen Verpaarung vom letzten Jahr. Also es gibt schon diverse Verpaarungen, die ich bei mir wirklich rot markiere und mit der Hoffnung, dass ich natürlich gleiche Junge in gleicher Qualität das Jahr später wieder ziehen werde. Und dazu gehört dieser Nachzuchthahn von 2018. Das ist aus meiner Sicht so mein Ziel. Davon hätte ich dann 4 Stück gerne für die deutsche Meisterschaft für den Stamm. Mein Ziel ist es natürlich, einen tollen Stamm zu stellen. Ich züchte jetzt seit 1980 Gloster, aber ich habe ehrlich gestanden letztes Jahr zum ersten Mal richtig gute Konsorts gehabt. Also der Weg war schon recht lang. Aber dieser Stamm war für mich immer noch nicht das Nullplusultra. Warum? Ganz einfach, es waren 2 Konsorthähne und 2 Konsorthennen. Und mein anderer besserer Stamm, bei dem es zu einem Unglück kam mit der ersten Henne oben, war schon mehr der Stamm, den ich mir vorgestellt habe, weil es halt 4 Hennen waren. Also aus meiner Sicht hat ein wirklich perfekter Stamm 4 Hähne oder 4 Hennen zu haben. Der Vorteil bei einem Stamm Konsort Hähne liegt einfach in der Natur der Sache. Wenn sie denn kurz sind, hat normalerweise und wirklich in sich gedrungen sind wie diese, hat dieser Hahn oder haben die Hähne den Hennen einen Vorteil gegenüber, und zwar liegt das im Kopf. Die Hähne im Konsortbereich sind normalerweise stärker als hier die Hennen im Konsortbereich. Sie sehen den Unterschied. Also hier, wenn diese Henne ein Hahn wäre, dann würde er ähnlich werden wie diese. Aber so ein Vogel wird auf einer Ausstellung im Allgemeinen vorgezogen aufgrund seiner Kopfqualitäten. Sie sehen, die Körperqualitäten, obwohl der Vogel hier ein bisschen wild ist, sind relativ ähnlich. Aber durch die breitere Feder hat dieser Vogel einfach Vorzüge. Und deswegen wird er normalerweise bei Ausstellungen, wenn er dann wirklich die gleichen Nebenqualitäten hat, besser bewertet. Umgekehrt ist es im Corona-Bereich so eine Henne natürlich bei einer Bewertung mit Punkten, hat aus meiner Sicht normalerweise schlechte Karten. Warum? Sie ist zu lang. Aber eine Corona-Henne wie diese hier, super kurz, in sich geschlossen. Wie gesagt, wenn sie noch ein bisschen mehr Körper hätte, ist ein Vogel, der aus meiner Sicht sehr, sehr viele Punkte bekommen normalerweise muss, solange er eine ordentliche Feder hat, solange er keine Macken und keine Fehler hat, solange der Rücken relativ rund erscheint und der Vogel niedrig auf der Stange sich positioniert. Das ist ein bisschen wild jetzt. Naja, wie gesagt, ich habe ihn gerade mal in den Käfig verbracht. Würde der Vogel entsprechend vorbereitet werden, also sprich einige Tage vorher oder vielleicht auch Wochen in dem Käfig eingebaut werden, dann wäre er doch deutlich ruhiger. Aber ein Vogel, der zur Ausstellung geht, ist nicht wie dieser in Brutstimmung,
sondern dann ist es normalerweise Oktober, November, Dezember und dann ist ein Gloster, eine Glosterhenne nicht in der Brutstimmung und verhält sich so triebig wie diese Henne. Das war es erstmal von meiner Seite aus. Liebe Gloster-Freundinnen und Freunde, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Ihr Robert Isenberg.